So, willkommen in der Kleinholzwerkstatt zu einem neuen Video und wir schauen uns heute mal Fräser an, und zwar einen ganz bestimmten Fräser, und zwar einen Verleimfräser. Wie man den einstellt, wie man den nutzt, wie er arbeitet, was für ein Ergebnis das wir produzieren dann hinterher. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. So, für was wird ein Verleimfräser genau gebraucht? Für was wird er verwendet? Ja, sagt ja eigentlich schon das Wort. Wir verleimen zwei Teile miteinander. Dazu gibt es eine Fräsung, die dann eben gewährleistet, dass die Teile, die verbunden werden, exakt zueinander passen. Aber dieses exakt zueinander passen heißt auch exaktes Einstellen. Und es heißt noch ein bisschen mehr. Zumindest bei dem Fräser, den ich jetzt gerade meine und den ich verwende. Ich zeige euch den mal. Und zwar sprechen wir über diesen Fräser. Das ist ein Fräser, der hier eine 45-Grad-Schräge hat, der hier so eine Nase hat. Ja, ihr seht diese Nase. Und dieser Fräser als solches kann dann auch sehr gut verwendet werden für das Verleimen von Gärungen. Diese 45 Grad, das ist genau das, was wir ja eigentlich wollen, wenn wir eine Gärung verleimen. Dann sollen 45 Grad auch 45 Grad sein. Diese Tischkreissäge genau einzustellen, das ist genau das, was manchmal so ein bisschen schwierig ist. Und wenn man so einen Frästisch hat, dann kann man den auch für so etwas nutzen, auch keine Frage. Und dieser Fräser bietet einfach die Möglichkeit eben, dass das 45 Grad sind. Das sind exakt 45 Grad. So, und das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Und gucken uns mal an, wie man den einstellt. Denn das ist nicht immer klar, wenn ihr euch heute so einen Fräser bestellt. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen vom Bastelschwaben, der geschrieben hat oder der berichtet hat, dass er einen Fräser gekauft hat. Und dann hat er den Fräser zugeschickt bekommen. Aber es stand irgendwo drauf eine kleine Beschreibung. Wie stellt man so einen Fräser ein? Da musste sich da selber durchhangeln und überlegen, den Fräser genau angucken, die Geometrie anschauen und dann überlegen, wie stelle ich den genau ein, um dann hinterher zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist ein bisschen suboptimal, da könnten die Hersteller ein bisschen mehr Information auch beilegen, glaube ich. Aber wir gucken uns jetzt mal diesen 45 Grad Verleimfräser an, denn da ist mir genau dasselbe passiert. Ich habe nur den Fräser zugeschickt gekriegt und sonst nichts. Wie man den einstellt, ob man da Kanten hat und wie die Geometrie da zu betrachten ist, keine Ahnung. Aber wir probieren mal. So, wir gucken jetzt mal diesen Fräser ein bisschen genauer an. Ja, ich hoffe, das fokussiert alles. Also wir haben hier diese 45 Grad Kante, die zieht sich hier komplett durch. Hier haben wir die Nase dran, ja. Und hier unten ist nochmal eine gerade Kante, die nach unten geht. Und die Frage ist, ob diese irgendeine Relevanz hat. Ich glaube es nicht. Denn letztendlich geht es darum, wie, dass die 45 Grad hier komplett an dieser Verleimung, an dieser Gärung angeschnitten werden. So. Die Frage, die sich stellt, ist, welche Plattendicke kann eigentlich mit diesem Fräser geschnitten werden? So, ich habe euch jetzt hier an die Tafel nochmal ganz kurz diesen Querschnitt oder diese Schneide des Fräsers aufgezeichnet, um euch zu zeigen, was ich damit meine, wie so eine maximale Plattendicke ermittelt wird. Halten wir einfach mal fest, der Fräser hat einen Durchmesser von 51 mm. Das heißt, eure Fräse muss dann schon die Möglichkeit haben, auch so einen großen Fräser aufzunehmen. In meinem Fall sind es hier 12 mm. Ich weiß aber, dass es diese Fräse auch mit 8 mm gibt. Ob das allerdings so sinnvoll ist, weiß ich nicht. 12 mm halte ich einfach für die bessere Variante, weil es einfach stabiler ist. So, das hier ist jetzt aber unsere Schneide. Ja, das ist die Schneide und das ist der restliche Körper dazu, also der eigentliche Fräskörper. Aber das hier ist die Schneide. So stellt die sich dar. Ja, das ist die Nase, die wir hier haben. Hier sind diese 45-Grad-Linien. So, diese Kante hier, die hat im Fräsbild nichts zu suchen, weil diese Kante dann im Grunde genommen
auch eine Kante im Innenbereich bildet. Also wenn er die Gärung zusammensetzt, dann habt ihr auch innen diese Kante, wenn ihr sie denn ins Holz einfräst. Das heißt also, das maximale Maß wird gemessen von dieser Ecke bis zu dieser Ecke, da oben. Und dieses Maß hier sind bei mir 18 mm. Die Fräser gibt es sicherlich größer, die gibt es auch kleiner. Ja. Und damit habt ihr hier einfach nur ein begrenztes Plattenmaterial zum Fräsen. Ich kann jetzt hier aber bis zu 18. Also ich kann auch 12er Material fräsen, ich kann auch 10er Material fräsen, ist keine Frage. Begrenzt wird es dadurch, was wir hier für ein Maß haben. Dieses Maß, das ist quasi mein unteres Maß. Das muss man jetzt einfach mal ausmessen, weil das ist ja die Nase, die eingefräst wird. Alles, was hier und hier dann in der 45 Grad Schräge landet, in Anführungszeichen, ist dann, bildet dann von eurem Plattenmaterial die Kante. Entweder die äußere Kante oder die innere Kante, eins von beiden. Ja, das untere Maß müssen wir jetzt mal ganz kurz messen. Also das sind 8 mm, was wir hier als unteres Maß haben. Und dann sollten wir hier natürlich ein bisschen Fleisch haben und hier ein bisschen Fleisch an der Platte selber. Das heißt, ich würde sagen, naja, also 10er Material wäre so das Mindeste, wenn nicht sogar so zwischen 12 und 18 mm. Alles, was so zwischen 12 und 18 mm liegt, das ist, glaube ich, ein ganz komfortabler Bereich. Der lässt sich mit diesem Fräser fräsen. Und ja, jetzt müssen wir gucken. Also es ist auf jeden Fall auf Gärung, das ist Fakt. Und die Frage, die sich stellt, kann man diese Plattenmaterialien auch so stumpf aneinander setzen? Das müssen wir mal ausprobieren. Aber da ist, glaube ich, dann echt die Frage, wie man den einstellt und ob man ihn richtig eingestellt bekommt. Da ist viel Probieren angesagt. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir mal ein. So, nochmal ganz kurz vielleicht zu dieser Zeichnung. Ich habe mir jetzt hier 12er Material, einfach ein paar so Streifen 12er Material geholt und an diesem Material probieren wir das jetzt mal aus. Aber wie muss der Fräser jetzt eingestellt werden? Wo muss dieses Material liegen? Wie tief muss er eingestellt werden? Also in welcher Höhe muss er eingestellt werden und in welcher Tiefe? So. Dazu zeichne ich euch jetzt einfach mal dieses Material, so wie es jetzt auf dem Frästisch liegen wird, ein. So, das heißt, das Material wird ungefähr hier drin liegen, in dem Bereich. Ja, das ist mein Material, also das ist das Holz. So wird es drin liegen. Und hier seht ihr auch schon die Kontur, die dann eingefräst wird. Wir haben hier diese beiden Zapfen, einmal nach außen stehend und einmal nach innen stehend. Und wir haben hier diese 45 Grad Schräge. Wichtig ist, dass diese Ecke da oben, dass diese Ecke nicht am Material weggenommen wird. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben einen Anschlag, einen Fräsanschlag. Das heißt, ursprünglich sieht es ja so aus. Ja, das ist ja alles viereckig hier. Und diese Ecke, das ist eigentlich für uns der Punkt, um es einzustellen. Wichtig ist, dass wenn hier der Frästisch ist, also hier wird der Frästisch dann sein. Das ist der Frästisch. Dass diese Kante unter der Frästischoberfläche liegt. Und dass diese Kante als solches, wenn der Fräser eingestellt wird, also der Anschlag, der ja hier im Grunde genommen sitzt, übertrieben sitzt der hier, dass diese Kante, diese Fräskante zur Kante des Werkstücks ganz leicht, aber wirklich nur ganz leicht hinter dieser Kante des Anschlags liegt. Ich zeige euch das mal am Beispiel, wie man sowas einstellt.
Weil sonst, wenn die ganz leicht vor dem Anschlag liegt, dann nehmt ihr euch am Werkstück die vordere Kante weg. Das heißt, ihr nehmt euch eigentlich dann, wenn ihr so einfräst, dann nehmt ihr euch diese Kante weg. Und wenn ihr euch diese Kante wegnehmt, die ihr, ich zeige euch das am besten am Anschlag selber. Ihr stellt das Ganze so ein, dass ihr euch links und rechts zwei Blättchen anlegt in der Höhe, die ihr schneiden wollt. Dann legt ihr hier drüber ein Lineal oder das kann auch ein Zollstock sein. Ja, man kann also auch hier einen Zollstock drüber legen. So. Möglichst nah ran, dass er sich nicht durchbiegt. Und den ganz an den Anschlag dran. Und wenn der ganz am Anschlag ist, dann probiert ihr hier mit eurem Fräser zu drehen, mit dem Finger zu drehen, bis es hier unten an dieser Kante, an der Kante kratzt. Wenn es das tut, dann kann es sein, dass er euch die Kante schon wegnimmt. Also das heißt, dass diese Kante, die hier am Parallelanschlag, ich sage immer Parallelanschlag, falsch, am Anschlag, diese Kante, die hier anliegt, ist eine Kante, die ihr haben wollt, auch hinterher noch, nach der Fräsung. Und wenn ihr euch die wegnimmt, weil diese Kante, die Kante des Fräsers zu weit nach vorne steht, dann nehmt ihr euch die weg, was dazu führt, dass das Ganze dann an der Seite nach unten wegkippt. Und dann habt ihr keine Parallelität mehr. Ja, so. Das bedeutet, dieses Kratzen, wenn er das so einstellt, mache ich das nochmal mit diesem Lineal hier, ganz ran an diesen Anschlag, an den Führungsanschlag, und es darf nicht kratzen. Wenn es kratzt, ist es zu viel. Wenn es nicht kratzt, dann wieder ganz leicht, also wenn es kratzt, einfach ganz leicht zurücknehmen. Das könnt ihr ja hier einstellen an einer Seite, bis es nicht mehr kratzt. Und dann ist es perfekt eingestellt. Von der Höhe her habe ich euch gesagt, dass diese Kante da unten, ich zeige euch die nochmal in der Nahaufnahme, dass die Kante hier, die ihr hier seht, die muss unterhalb diesem Niveau liegen. Und damit habt ihr hier nur die 45 Grad, die hier relevant ist und die geschnitten wird. Also nicht diese Schneide, die senkrecht nach unten zeigt. Das muss einfach unter diesem Niveau liegen. Und diese Nase muss dann eben so eingestellt sein, dass sie eben mittig im Material ist. Das habe ich euch an der Tafel gezeigt. So, und die Kante da oben, diesen Part da oben, das ist die relevante Größe, die ihr dann einstellen müsst mit diesen beiden Blättchen. So, und diese Brücke direkt an den Anschlag dran. Und dann probiert ihr einfach durch Drehen mit dem Finger, bis es kratzt. So, wenn ihr das richtig eingestellt habt, dann ist eigentlich auch kein Problem. Dann können wir mal anfangen zu fräsen. Und jetzt machen wir mal die Probefräsung und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. So, jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Ich hoffe, ich kriege es jetzt fokussiert und ihr seht es auch. Das heißt, wir haben also hier dieses Profil. Versuchen wir so nah wie möglich daran zu gehen, dass ihr es seht. Wir haben die obere Kante, die haben wir schön erhalten. Die ist also nicht zerstört. Und sie hat, wenn man das mal genau anschaut, ist sie trotzdem einigermaßen scharf, in Anführungszeichen scharf, jetzt nicht messerscharf, sondern sie hat eine ganz, ganz leichte Fläche noch dran. Das wäre jetzt nochmal eine Option, wo man nochmal zustellen könnte, wo man nochmal überlegen kann, fahre ich noch ein bisschen mit dem Anschlag nach hinten, also mit dem Fräsanschlag nach hinten, oder lasse ich es so. Wichtig ist einfach, dass es einigermaßen scharfkantig dann ist. Und wir haben unten auch eine Anlagefläche. Also auch hier ist diese Anlagefläche da. Und der Zapfen ist schön ausgebildet. So, das heißt, wir müssten jetzt noch ein Gegenstück fräsen, an dem wir dann auch diese Kante, die eben unten ist. Also man stellt ja dieses Teil dann hochkant rein und dann muss diese Kante erhalten bleiben.
Ja, das ist wichtig. So, jetzt fräsen wir einfach nochmal das Gegenstück, um dann diese 90 Grad Verbindung mal anzuschauen und zu gucken, ob das so richtig ist. So, also jetzt ein paar Fräsversuche später seht ihr, das ist doch einiges jetzt, was da verfräst wurde auch, ne, bis man so eine optimale Einstellung findet. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, man spannt mal schnell so einen Fräser ein und fräst da mal so ein paar Teile durch. Ein paar Teile ist okay, ja, aber eben nicht so ein, zwei Teile. Da würde ich, glaube ich, den Aufwand für das hohe Einstellen dieses Fräsers, also der Einstellaufwand ist extrem hoch, diesen Fräser einzustellen, richtig einzustellen, sodass er sowohl oben, also im Hochkant, als auch im Flachen, wenn man die Teile flach hinlegt oder dann eben Hochkant hinlegt, dass man die richtig gefräst kriegt mit einer richtigen sauberen Kante, die Kanten dann auch passen und alles eigentlich stimmt. Das ist schon ein bisschen Aufwand und das würde ich bei ein, zwei Teilen vielleicht scheuen. Ja. Aber wenn man dann mal so eine Einstellung hat, dann zeige ich euch mal auch, wie das Ergebnis da aussieht. Ja. Und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Also ich glaube, so eine Gärung hinzukriegen, jetzt guckt mal, wie das hier aussieht. Also das ist wirklich optimal. So, jetzt glaube ich, hat es fokussiert. Auch hier die Naht bzw. die Stelle, also die Kante hier, die außere Kante, das ist schon ein Top-Ergebnis. Das ist, also auf die ganze Länge ist es natürlich klasse. Halten tut es auch, wenn man das jetzt noch verleimt. Ich glaube, dann ist es einfach eine maßhaltige, gute Geschichte. Ja? Das ist so. Aber es hat natürlich auch ein paar Voraussetzungen. Also die Voraussetzungen, um so einen Fräser zu betreiben, das funktioniert, aber die Voraussetzung, um so einen Fräser zu betreiben, ist einfach, ihr müsst einen Frästisch haben, der eine gewisse Größe hat, weil wir sprechen hier über einen Fräser von 51 mm Durchmesser und das ist einfach nicht mit jeder Fräse zu machen. Meine Makita wäre da total überfordert, das wäre nicht möglich. Dann, ihr müsst einen Frästisch generell haben. Ja? Also eine freihandbewegte Geschichte, das vergesst. Das Thema funktioniert gar nicht. Dann braucht ihr ein hohes Maß an Einstellung, also die Vorarbeit in die Einstellung als solches, bis der Fräser mal genau in die richtige Höhe hat und der Anschlag entsprechend entfernt ist, richtig eingestellt ist. Da braucht es einfach Zeit, sowohl oben, also wenn man oben die Schneide oben einstellt, als auch die Schneide vorne, sprich einmal hochkant und einmal flach fräst. Das ist ein hoher Aufwand. Und es lohnt sich eben nicht, wenn man ein oder zwei oder drei Teile fräsen möchte, sondern das lohnt sich dann, wenn man jetzt, so wie jetzt für den Frästisch, apropos Frästisch, den verlinke ich euch mal da oben, da habe ich einfach 8 Schubladen gebaut. Und bei 8 Schubladen wäre es denkbar gewesen, dass man so einen Fräser mal einsetzt. Ich habe allerdings eine bessere Möglichkeit gefunden, aber da schaut einfach das Video an. Dann auch eine Voraussetzung dafür, dass dieser Fräser funktioniert, ist einfach, ihr könnt nur Plattenmaterial arbeiten, das aus einer Charge ist. Das heißt also, die ganzen Maßtoleranzen, die so Multiplex-Platten mitbringen oder Platten allgemein mitbringen, die könnt ihr einfach nicht, das funktioniert so nicht. Ja? Also eine Maßtoleranz von 2, 3, 4 Zehntel teilweise, einen halben Millimeter teilweise, was bei so einer Platte dann teilweise auch drin ist, das wird sich auf eure Fräsung auswirken und dann werdet ihr sehen, dass die Kanten da vorne nicht mehr hundertprozentig stimmen. Und das ist natürlich etwas, was als Voraussetzung in jedem Fall beachtet werden muss. Ihr habt gesehen, ich habe so ein bisschen frei fliegend gefräst, würde ich heute nie mehr tun, denn der Fräser hat eine gewisse Größe und ist natürlich dann auch respekteinflößend. Insofern würde ich immer einen Druckkamm verwenden. Also immer einen Druckkamm einsetzen oder einen Schutz, einen Fräserschutz. Das ist eigentlich, sollte eigentlich für euch zwingend sein. Ja, was schade ist, ist, dass dieser Fräser eben nur Plattengrößen arbeiten kann zwischen 12 und 18 mm. Das ist eigentlich etwas, wo ich, naja, mir für mich gedacht habe, die Bandbreite ist ein bisschen größer, aber ist anscheinend nicht so.
Und ihr braucht einfach einen genauen Frästisch. Der Frästisch muss rechtwinklig sein. Da könnt ihr keine Nuance hin oder her, keine Beweglichkeit im Anschlag gebrauchen, gar nichts. Das Ding muss bombenfest sein und es muss auf jeden Fall rechtwinklig sein. Also von daher, viele Voraussetzungen, um so einen Selbstfräser einzusetzen. Das ist so das eine. Das andere ist, wenn ihr dann das mal eingestellt habt und wenn das mal all diese Voraussetzungen da sind, dann habt ihr ein wirklich super genaues Ergebnis. Ihr habt es gesehen, ich habe es euch gezeigt. An dem Beispiel, es ist wirklich ein super genaues Ergebnis. Ihr habt absolut 45 Grad. Das ist so, weil der Fräser hat 45 Grad und was anderes kann er eben nicht auch produzieren. Und ihr habt reproduzierbare Teile. Sprich, jedes Teil passt mit jedem anderen zusammen. Ihr habt ein super schnelles Herstellen, also super schnell im Sinne von, ich kann viele Teile in kurzer Zeit auf diesem Frästisch so bearbeiten, dass sie hinterher passen und das ist schon mal gut. Mein Fazit, würde ich heute nochmal so einen Fräser kaufen? Ich glaube, nein. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hohe Stückzahlen produziert. Ich bin nicht derjenige, der irgendwie in Massenproduktion geht, sondern ich bin derjenige, der sagen wir mal, individuelle Themen macht. Also ob das jetzt eine Vorrichtung ist, ob das ein kleines Möbel ist oder was auch immer. Aber es ist immer ein Einzelstück. Und ich glaube, bei Einzelstücken, da ist es immer möglich, dass man eben super genau auch auf Gärung sägen kann oder auf Gärung sägt. Und also ich glaube, so einen Fräser würde man nicht mehr kaufen, denn diese Fräser sind auch nicht billig. Ja, wenn man einen guten Fräser haben will, einen guten Verleimfräser haben will, dann bezahlt man da mal schnell, was weiß ich, zwischen 80 und, je nach Größe, zwischen 80 und 140 oder 150 Euro, wenn er noch größer ist, was mit meiner Fräse dann aber auch nicht mehr geht, aber wenn er noch größer ist, wird er noch teurer. Und das sind Dinge, wo ich mir dann schon überlegen muss, lohnt sich das, den Fräser einzusetzen? Wie gesagt, wenn man mehrere Teile produziert, macht es Sinn. Aber in meinem Fall, ich glaube, ja, jetzt habe ich ihn, okay. Und werde ihn vielleicht auch einsetzen, wenn ich mal so 8 Schubladen wieder mache, so wie beim Frästisch. Dann lohnt sich das wirklich insofern. Aber ob ich es dann unbedingt haben müsste, ich weiß es nicht. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir diese Information zu diesem Fräser gefallen hat, wenn du sie gebraucht hast, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Das würde mich echt interessieren, wie ihr über so ein Werkzeug denkt, ob das für euch eine Relevanz hat. Weil wenn das eine Relevanz hat, dann würde ich vielleicht weitere Videos über solche Werkzeuge machen. Oder schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was für ein Werkzeug ihr mal gerne sehen wolltet. Ja? Ich habe jetzt vor kurzem einen Post gehabt, da ging es um meine Tischkreissäge. Das werde ich demnächst noch machen. Kommt ein Video demnächst über die Tischkreissäge, über die neue, über die Record Power TS250RS, also die kleine Formatkreissäge. Schreibt mir mal rein, wenn ihr da Bock habt dazu, da ein Video zu sehen, dann mache ich das relativ flott. Ansonsten würde ich es einfach hinter den Projekten, so wie es jetzt im Moment auch geplant ist, anstellen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo, wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, würde ich sagen, oder? Bis dahin, macht's gut, Servus.